Dann gehen wir doch zu dem Kraftwerk, würde ich sagen, als nächstes. Oh ne, hier geht's ja nicht lang. Ich habe immer noch die Routen aus erster Generation im Kopf. Genau deswegen habe ich Loblatte jetzt nicht ausgetauscht, weil wir noch letzter Schneider brauchen. Moin. Leute sollten ihren Müll nicht hier liegen lassen. Ja, das ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt, was sie sagt. Kerstin, Hiruina. Okay, Dragonier. Wir können... Ja, ich setze jetzt erstmal Dragonier ein, weil es gerade vorne ist. Ich habe vergessen, dass wir ja jetzt nicht die Arena machen. Deswegen müsste ich die Pokémon nochmal wechseln. Doppelkick. Ist wirklich Doppelkick so das Beste, was ein Nidorina kann? So von Natur aus. Wenn man es nicht mit TMs zumüllt, wie ich das gemacht habe. So, mir ist Level 40. Ich wechsle nicht. Ich wollte eigentlich jetzt Luschas einsetzen, weil das muss trainiert werden. Da habe ich aber keine Lust drauf, gegen ein dickes Raichu zu kämpfen. Guck mal, wie chonky das ist. Meine Fresse. Und das glänzt, der Bauch, der glänzt auch noch so schön. Ich mochte es noch lieber als Raichu und Pikachu noch so dicke. Deine Ratten waren und nicht, was die jetzt sind. Oh, ich habe verloren. Mein Raichu ist, glaube ich, immer noch ein bisschen dick. Aber nicht so wie früher halt. Aber Pikachu ist halt, keine Ahnung, abgemagert im Gegensatz zu was es damals war. Dann trainieren wir erstmal Muschas eine Weile. Ich habe mal wieder vergessen zu gucken, wann sich Muschas entwickelt. Route 9, Azuria City Felszone. Ich glaube, ich brauche Wasserstein. Hey du Lump, wirf deinen Müll nicht hier hin. Ich bin kein Lump. Wie redest du mit mir, du Lump? Kernassi. Karl. Das ist schön, dass du ein Diktri einsetzt. Finde ich gut. Mach Surfer. Erstmal Intensität. Das dürfte aber nicht so sehr wehtun. Ja, nur 13. Selbst wenn das Intensität 8 war. Das finde ich jetzt nicht so geil. Lass mir aber auch einen Server ein, Energiefokus. Und es wird leider noch. In ein Aurora-Strahl, Raserei. 4 Schaden, meine Fresse. Das ist ja lame. Ich meine, Muschas ist auch mal ein Level über das Vieh, ne? Also so ist es ja nicht. Das wird der erste Herausforderung, das Vieh zu besiegen. Mit meinem Arsenal, sage ich mal, Aurora-Strahl. Macht halt nicht so wirklich Schaden, ne? Hat keine Wirkung. Ich mache mal Surfer, vielleicht ist das stärker als Aurora-Strahl. Es ist stärker, aber nicht wirklich. Überroller. Vielleicht hätte ich einfach... Papu wird verletzt. Nicht gut. Vielleicht hätte ich einfach das Pokémon tauschen sollen. Nicht die Raffarik einfach losschicken. Weil Papu... Man würde jetzt denken, wegen dem Kumin Kreister, dass es ein Psycho-Pokémon ist, weil Hypnose und so ein Käse. Aber es ist tatsächlich ein Kampf-Pokémon. Das
wäre Giraffe Rick eigentlich ganz cool. Psychokinese einfach wegrotzen. Ich glaube, da hätte sogar eine Konfusion gereicht. Für das Level 29 Quappo hier. Er macht dir selber Schaden. Mir kaum. Musst du leider ein paar Surfer einsetzen, um dich da wegzurotzen. Aber es hat ja dann doch am Ende des Tages alles geklappt. Volltreffer. Den hätte ich ja gerne früher gehabt, so ein Volltreffer, ne? Das war's, ne? Kemper Karl wurde besiegt. Ich wollte nur klarstellen, dass... Ja, du... Was du wolltest. Soll ich das Pokémon heilen? Besser ist es. Mit das Pokémon meine ich Mushas. Ich würde mir noch Rübertränke kaufen, aber ich habe jetzt keinen Bock zurückzugehen. Wollen wir mal kurz gucken, was es hier gibt. Ich habe halt mit Nidoqueen schon Kampfattacken. Deswegen ist das hier ein bisschen langweilig. Ich setze Aurora-Strahl ein, weil alles andere... Eissturm kann manchmal nicht treffen, deswegen habe ich da keine Lust drauf. Ich will das einfach weggerotzt haben hier. Gibt's noch was anderes außer Mankey? Ich meine, ich müsste jetzt von Level 13, wenn ich hier irgendwas fangen wollen würde, müsste ich von Level 13 oder so an es wieder hochtrainieren. Wäre jetzt nicht so schwer, aber wird doch ein bisschen nerven. Wäre schon ein bisschen unschön, um ehrlich zu sein. Was haben wir denn hier? Ah, Radfratz und Mankeys. Das ist nur alles Müll. Oh, Huxelkeep. Oh nein, du hast mir 3 Schaden gemacht. Geh sterben. Was ein Quatsch. Habe ich das Schild schon gelesen? Gute 9. Azuga City Festtunnel. Ja, habe ich. Ist mir gerade eingefallen. Moin. Ich möchte den Felstunnel erforschen. Bist du ein Forscher oder so ein Pokémaniac oder sowas? Du bist einfach ein Camper. Stefan. Doppel-F. Ein Interon. Da habe ich eigentlich gar keine Lust gegen, aber wir probieren mal. Server aus. Ich dachte, das ist gerade schrecklich nicht so toll. Wahrscheinlich eher Batterien sind stark. Es ist ja 6. Ist es 6? Nein, 5 Level. Unter Mushas. Ah, ist das scheiße. Ah, dann schicke ich Girafferik aber mal raus. Das dürfte nicht allzu sehr wehtun. 6 Schaden, meine Fresse. Stärke. Dafür, dass Girafferik sich nie entwickelt. Und ich meine auch so nie. Also auch in späteren Editionen. Finde ich eigentlich komisch, dass es sich nie entwickelt, ne? Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, es ist scheißen stark dafür, dass es sich nie entwickelt. Ich setze eine Konfusion ein, das müsste eigentlich reichen. Aber mal die AP sparen von Stärke oder anderen Sachen. Ja, wechsle ich wieder zu Mushas. Weil das muss ja auch trainiert werden. Nein, Girafferik ja auch, aber... Vor allem Mushas erstmal, weil es so das geringste Level hat von allen. Außerdem tut Sandama den Surfer nicht gut. Ja, Sieg, ne? Muss ich mal ein bisschen anders hinsetzen. Sieht so ein bisschen komisch. Bisschen unangenehm. Boah, Vorsicht! Hat Stefan nicht mit einem F geschrieben? Oder bin ich ein bisschen dumm? Was ist mit dir los, dicker Mann? Verrate dir ein Geheimnis, aber zuerst müssen wir kämpfen. Wieso hat der eigentlich so eine Halbglatze, wenn er im Sprite dann keine Halbglatze hat? Ich meine, der könnte ja eine haben und unter seinen Helmchen da. Anderer Bärenwart.
Was für ein Name? Habe ich noch nie gehört, so einen Namen. Hallo, Dictree. Wie ist Dictree? Dörfer. Oh, das ist ja doof. Ich finde es sehr schön, dass der Schaufler mittlerweile so ein kleines Häufchen da kommt, wenn man es einsetzt. Ja, dann noch was Dörfer. Ein Volltreffer. Und trotzdem war das nicht wirklich stark. Level 39 für Mushas. Wenn sich auf Level 40 nicht entwickelt, dann muss es ein Wasserstein sein und ein Onyx. Ich hätte auf Dictree eigentlich Aurora-Strahl einsetzen müssen, weil Rune ja schwach gegen Eis ist. Aber Onyx ist halt auch Stein und Stein ist stark gegen Eis. Deswegen wollte ich da jetzt nicht Aurora-Strahl einsetzen. Anderer Bärenwart wurde besiegt. Bärenwart. Und ich habe verloren. Und Scheißnamen hast du auch noch. Also, ich würde nicht sagen Scheißnamen, aber was zur Hölle ist Bärenwart? Ich kenne Bernhard. Oder... Nee, ich weiß nicht sonst was. Bernhard, aber nicht Bernwart. Kennt Bernhard und Edward, aber nicht beides kombiniert. Wenn sie kommt, kommt sie vom Silberwerk. Der Silberwerk ist in Johto, oder? Ja, wer kommt? Hartmut. Hartmut ist wieder so ein Name, damit kann ich was anfangen. Chronic was on form. Aber nicht mit Bernwart. Ich wünschte, die hätten mal was Stärkeres als so Level 31er Scheiß. Problem ist jetzt, die Surfer gehen ja so langsam aus und ich möchte den kleinen Ether verschwenden. Aber da kommt gleich auch ein Poké-Center, so ist es ja nicht. Georg schon wieder? Ich dachte zumindest, hättest du einen Geowatz in der Hinterhand. Auch dasselbe Kacklevel wie alle anderen, also Wayne. Sag ich doch mal, ne? Und kaputt. Du warst zu sehr mit Singen beschäftigt. Was? Das soll ein Lied sein. Ich dachte schon, was labert der? Warst du schon beim Picknicken? Das macht großen Spaß. Ja, im Englischen wahrscheinlich campen, weil das alles Camper sind, oder? Es sind eigentlich Pfadfinder, ne? Marika. Ein Hubelupf. Hubelupf. Bis Hubelupf. Ja, ist ja doof, dass es jetzt... Ja, da ist das Mushas. Initiative sind stark. Das, ja. Selbst wenn es schneller gewesen wäre, als was, alles, was später kommt. Jetzt nicht mehr. Also Mushas ist jetzt einfach langsam. Die Sau. Noch ein Hubelupf. Solange es keine Pflanzenattacken einsetzt, ist ja eigentlich alle, also die auch Schaden, dann ist auch alles okay. Darkspore, geht daneben und Schuss mit dir. Es ist wohl komisch, dass die teilweise Pokémon aus Johto haben, weil es hieß ja, es gibt nur eben diese in Kanto, die es gibt und nicht irgendwie sowas, was die aus Johto haben. Oh. Ich gehe, wie gesagt, noch ins Poké-Center. Ich guck mal, was es hier für Pokémon gibt. So tolles kann es ja nicht sein, außer wenn es ein Fukano ist, fand ich es. Hauptsache irgendwas Feuriges. Kann auch zurückgehen und mir ein Bonita holen. Obwohl, so einfach wird das nicht, weil ich nicht nach Johto erstmal zurückkomme.
Weil die Schiffe fahren nur samstags und irgendwie. Und jetzt ist Montag. Und am Montag fahren sie, glaube ich, auch nicht. Ja, das ist alles schon mal. Und mit der Magnetbahn kann ich ja noch nicht fahren. Da bin ich ja gerade dabei, die zu richten, also ins Kraftwerk zu gehen. Hier ist auch wieder ein bisschen umgeändert. Man sieht das Kraftwerk schon da unten. Moin. Ein Pokémon sitzt dann neben einem Tunnel. Das ist sehr praktisch. Der Direktor des Kraftwerks sucht einen starken Pokémon-Trainer. Er braucht Hilfe bei der Suche nach einem gestohlenen Gegenstand. Wenn du das Gebäude verlässt, kannst du das Dach eines großen Hauses sehen. Das ist das Kraftwerk. Das ist das schon Level 40, weil ich würde es ungern jetzt nach vorne tun. So allgemein, Nidoqueen wäre halt am besten bei Elektro-Pokémon. Ja, Garaparik machen wir nach vorne. Muschas habe ich irgendwie nicht so die Lust drauf, dass es nach vorne geht. Girafarik und Dragonair sind eigentlich am besten für Girafarik, sage ich schon. Girafarik ist aber auch nicht verkehrt. Nidoqueen und Dragonair, weil die nicht so viel Schaden, beziehungsweise Nidoqueen einfach gar keinen Schaden von der Elektroattack kriegt und Dragonair sehr wenig. War hier schon immer hohes Gras. Kraftwerk Kanto. Vielleicht finden wir hier was Feines, aber wahrscheinlich werden hier nur Voltoballs oder sowas rumlungern. Und ein Warlord. Was macht ein Warlord hier? Stampfer. Wo Konfusion wahrscheinlich auch gereicht hätte. Level 19 Warlord, was zur Hölle. Was machen die in Kanto? Er sieht ja hier geregelter aus als wie es ja in der ersten Generation war das Kraftwerk voller Marsch. Ein Dieb ist in das Kraftwerk eingebrochen. Das geschieht nur mit dieser Welt. Das Kraftwerk wurde vor langer Zeit stillgelegt. Wir haben es wieder in Betrieb genommen und versorgen den Magnetzug mit Energie. Achso, jetzt macht das auch Sinn, warum das hier wieder alles aufgebaut ist. Ein wichtiges Teil des Generators wurde von den Dieb entwendet. Ohne dieses Teil funktioniert der neue Generator nicht. Der Magnetzug verbraucht viel Energie. Ohne den neuen Generator fährt er nicht. Der Direktor des Kraftwerks sitzt da vorne. Wenn jemand den Generator demolierte, ist er traurig und wütend zugleich. Er ist trütend. Angelo, Angler. Gott, guten Abend. Ich bin's Angelo. Hast du eine Minute Zeit? Erstaunlich. Route 32 ist der Ort, um Baldurfisches zu fangen. Bald hol deine Angel. Bis später. Halt die Klappe. Hier sieht es echt anders aus als wie in der ersten Generation. Ich werde ihm nie verzeihen. Er wagt es, meinen Generator zu demolieren. Ich habe so lange daran gearbeitet. Wenn ich den erwische, dann hätte er meine Blitzkanone kennen. Blitzkanone. Das ist eine Attacke, ne? Du kannst nicht da durch, weil dann brauchst du ja nicht so reingehen. Ich habe Nachricht aus Lasuria City. Eine sehr wichtige Figur treibt sich oder in der Umgebung herum. Kann ich mit deiner Unterstützung rechnen? Also ist es, glaube ich, gewollt, dass man tatsächlich von Lavandia hier hingeht. Weil was bringt mir das? Also, ich will jetzt nicht nach Azuria City. Ich will erstmal durch den Berg. Dafür muss ich aber, glaube ich, Dingens mitnehmen. Konfusion. Noctu, weil es Blitz hat und so wie ich in Erinnerung habe, war der Festtunnel dunkel.
bin so froh, dass die Blitz ziemlich schnell aus dem Spiel genommen haben. Also als VM, es gibt das immer noch später als TM. Aber es ist nicht mehr nötig, um dunkle Dinge, also dunkle Höhlen zu erleuchten. Wieso gehst du nicht nach rechts? Weil das nervt halt hart wie Sau. Aber wie gesagt, da brauche ich noch so. Ich habe für einen Moment sehen können, wie es da aussieht. Pokémon ablegen. Hat. Wurde Lorblatt ablegen. Bin aber ein zu schnell gegangen. Lorblatt abgelegt. Mitnehmen. Nocto. Hab echt nicht viele Pokémon, ne? Nur so eine Handvoll. Weil ich ziemlich schnell aufgehört habe, Pokémon zu fangen. Außer die, die ich noch unbedingt wollte im Team. Ach, was mache ich da? Der Song hört sich besser an als in der ersten Generation. X-Treffer. Ah ja, ich wollte das Nugget und den scheiß Trank verkaufen. Habe ich vergessen. Sind hier keine Trainer oder so unterwegs? Oh, ein Pangama. Level 4. Man kann Gammas nicht nur in der Safari-Zone fangen. Auch kein normal Typ Pokémon. Dafür habe ich ja Girafarig. Das ist ja auch Typ normal. Typ normal Psycho. Och nö. Ich will auch nur gucken, was es hier gibt. Ich bin nicht ganz leid, dass hier Pokémon kommen. Vor allem so schwache, ey, dass ich keinen Schutz habe. Ich hätte mir lieber Schutz kaufen sollen. Was interessiert mich Level 12 Kleinsteins? Und da ich erstmal einen Kleinstein habe, glaube ich sogar mit einem höheren Level als 12. Aber Eisen, das kann genau deswegen. Ja, jetzt muss ich den Trank leider wegwerfen. Oder ich benutze den einfach, weil einer muss ja angeschlagen sein, ne? Wer angeschlagen? Ach, in die Tonne damit. Also mal für die Abwehr, ne? Wir gucken direkt mal nach. Beteiligungswert. Status. 72, 95, das ist ganz schön hoch. 68 ist bis jetzt das niedrigste. Ja, eine Nocto ist mir egal. Dann gebe ich erst Dragonia. Okay, hier. Ich habe eigentlich gerade Lust, ein bisschen sehr lange aufzunehmen. Weiß aber noch nicht wirklich, wie lange. Das hatte ich eben eigentlich auch gehabt. Und Dragosso. Das machen wir tot. Wie gesagt, ich wollte eben schon lange aufnehmen, also in der vorigen Aufnahme. Dann habe ich aber gemerkt, dass ich nur Kappes erzähle und deswegen habe ich erstmal eine Pause gemacht, mich ein bisschen hingelegt und dann wieder angefangen. Und jetzt erzähle ich auch ein bisschen Kappes, aber nicht so viel Kappes. Aber ich habe jetzt wirklich Lust, irgendwie eine 4-Stunden-Aufnahme oder so zu machen. Ich meine, ich bin gerade bei knapp einer Stunde unter, also 50 Minuten. Aber so eine 4-Stunden-Aufnahme dürfte doch drin sein. Ach, scheiß drauf, keine 4-Stunden-Aufnahme, ich mache einfach das Spiel jetzt fertig. Ne, das wird nicht passieren heute. Hätte ich Lust drauf? Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall hätte ich Lust drauf, ein paar Arena-Leiter zu kletten. Mir geht's aber auf den Knispel, dass es hier keine Trainer gibt. Macht doch keinen Sinn. Mich hier durch eine Hülle latschen zu lassen, muss nur Level 12er
Kack gibt. Infusion oder Level 8er Kack, das ist ja noch schlimmer. Also Level 12er Kack. Level 8 Zubats. Warum Zubats geben nicht mal so viele Erfahrungspunkte, weil es nur Zubats sind. Und dann ist noch die Encounter Rate hier noch so hoch. Da. Ja, ich will mich gerade sehr viel am Beschweren. Ich weiß. Gegen was habe ich dich damals getauscht? Ah, ich habe ein Traumato getauscht, um ein Macholo zu bekommen, ne? Genau. Aber Macholo habe ich schon. Also habe ich das noch auf der. Auf dem PC? Ich schätze nicht mehr. Da ist ein Item. Komme ich da noch irgendwie dran oder so? Bin auch mir nicht mehr so sicher, wie das. Generation hier alles aufgebaut war, der Felstunnel. Deswegen kann ich dir auch nicht sagen, ob der genauso aufgebaut ist wie in der ersten Generation. Weil ich einfach nicht mehr weiß, wie der aufgebaut war. Es wirkt aber irgendwie ein bisschen anders. Wir gehen erstmal Richtung Norden, kriegen da einen Ball. Beleber, wunderherrlich, kann man immer gebrauchen. Wieso ist die Encounter Rate so hoch? Also ich hätte schon gern das Kangama einfach nur um Kangama zu haben, aber wie soll ich das sprechen, ohne dass es stirbt? Von Konfusion stirbt es und von Dingen sowieso und Stampfer. Dann trainieren wir Mushas weiter. Wenn das nicht jetzt auf Level 40 sich entwickelt, dann weiß ich auch nicht mehr. Ein Onyx! Level 16. Oh, das ist sogar ganz schön hoch für dieses Gebiet, sag ich mal. Ja, Whirlpool wird bestimmt nicht töten, ne? Deswegen muss ich leider einen Surfer einsetzen. Ich spiele bei den Eisattacken auch nicht so sicher bin, ob die wirklich das Onyx niederringen. Level 40 für Mushas. Da ist ein Weg nach oben. Da ist ein Pokéball. Oder ein Ball. Agosso. Da kann ich gerne einen Aurora-Strahl einsetzen. Das wird es nicht überleben. Aber ich brauche keine Boden-Pokémon mehr. Ich hatte so viele, aber mittlerweile habe ich jetzt nur noch zwei eigentlich. Ampharos und Nidoqueen. Aber das reicht ja auch erstmal. AP Plus. Habe ich den anderen AP Plus? Ja, habe ich mal verbraucht, ne? Für Wuchthieb. Da kamen wir her, ne? Ja, muss sein. Ich hätte noch gerne den Ball, den ich da eben gesehen habe. Da dürfte ich jetzt eigentlich hinkommen können. Dürfte. Ich bin mir nicht 100% sicher. Aurora-Strahl.
wir sind so langweilig. Meine Erfahrungspunkte gibt es trotzdem, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Mein Kampf muss eigentlich auch stark gegen Eis sein, ich weiß es nicht mehr. Den will ich nicht Eis einsetzen. M47. Was ist es denn? Talflügel. Kann das Noctocons werden? Aber ich hätte gern Panzer Aeron, wo auch immer man einen Panzer Aeron findet. Ein Elixier. Oder irgendwie was anderes cooles, vogelmäßiges. Noctu. Ich hätte auch gern Xatu gehabt, aber die kriegt man, glaube ich, in demselben Gebiet, wo nun gut sind, nur am Tag dann. Deswegen wäre das cool gewesen, aber da machst du nichts. Vom Eichhörnchen.